Ei Gude zusammen, grüß dich zu meiner ersten Bildbesprechung. Mein Name ist Christian Bill, ich bin Foto- und Videograf aus Oberhausen im Taunus, das ist in der Nähe von Frankfurt am Main. Und ich möchte dir heute 8 meiner Bilder zeigen, also Bilder, die ich immer wieder ja, quasi in meine Timeline bekomme, weil ich sie immer wieder irgendwie verwende oder immer wieder irgendwie zeige. Und möchte einfach mal so ein bisschen erklären, was ich an meinen Bildern schön finde und was ich, wenn ich das Bild nochmal machen würde oder es jetzt nochmal bearbeiten würde, verbessern würde. Da das natürlich meine erste Bildbesprechung ist und ich euch noch nicht aufgerufen habe, mir mal Bilder einzusenden, möchte ich das jetzt natürlich tunlichst nachholen. Ich würde mich freuen, das nächste Mal mit euren Bildern eine Bildbesprechung zu machen und dazu brauche ich natürlich eure Bilder. Schickt mir doch bitte die Bilder an bildbesprechung@kreativstudio-bill.de. Das ist meine E-Mail-Adresse, ich habe sie euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung hinterlegt. Und wenn ihr mir eine E-Mail schickt, dann schreibt doch bitte dieses Bild für deine nächste Bildbesprechung, für dein nächstes YouTube-Video oder irgend so etwas in der Art. Ich würde mich freuen, wenn du mein Bild in deiner nächsten Bildbesprechung besprechen würdest. Einfach damit ich weiß, dass du dir im Klaren darüber bist, dass ich dieses Bild benutzen darf in meinem Video. Kannst mir gerne deinen Namen dazu schreiben, kannst mir auch gerne deinen Instagram-Account dazu schreiben und schreib mir auch 2, 3 Sätze über das Bild dazu. Und wenn die EXIF-Daten nicht vorhanden sind, kannst du mir ja auch mal die EXIF-Daten noch mit reinkopieren. Das wäre super toll, damit kann ich dann arbeiten und kann wunderbar dein Bild der Menge präsentieren. Und nun geht's los mit der Bildbesprechung, mit meiner ersten Bildbesprechung hier auf meinem YouTube-Kanal. Viel Spaß dabei! Starten wir mit dem ersten Bild. Dieses Bild ist mein Lieblingsschmetterling-Bild. Und dieses Bild habe ich mit meiner Lumix S5 gemacht, mit einem 2405mm 4.0. Also wirklich so ein Universalobjektiv mit Universalbrennweite, kein Makroobjektiv. Ich habe rangezoomt, also das sind bei 105mm, war nicht Blende 4 und die ISO war auch relativ hoch. Und mir gefällt das Bild, wie gesagt, sehr gut, einfach weil es mein erstes Schmetterlingsbild ist, was schön aussieht, wo der Schmetterling toll schaut. Ja, man sieht sogar seine Facettenaugen. Ich weiß gar nicht, ob ein Schmetterling Facettenaugen hat. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ich finde es einfach nur schön, schön zu fotografieren. Und mir gefällt dieses Bild einfach sehr gut. Mir gefällt auch der Hintergrund, die Hintergrundunschärfe super gut. Was mich natürlich immer noch so ein bisschen ärgert, ist, dass vorne der Fühler in die Unschärfe driftet. Das würde ich, wenn ich dort nochmal hingehen würde, versuchen anders zu machen. Das Problem ist einfach, dass ich da blitzen müsste und ich glaube, blitzen war verboten, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das ist halt so ein bisschen die Sache bei Makrofotografie und gerade so, wenn ihr im Raum fotografiert und wenn ihr dann auch noch ein bewegtes Objekt fotografiert, also der Schmetterling bewegt sich, ja, der bewegt die Flügel, der bewegt die Fühler, der bewegt den Rüssel, der bewegt die Beine, dann könnt ihr da nicht mit einer langen Verschlusszeit arbeiten, dann müsst ihr mit einer sehr kurzen Verschlusszeit arbeiten, müsst die ISO relativ hochdrehen und müsst dann auch noch die Blende zumachen. Ich habe das Bild ein bisschen entrauscht gehabt. Ich habe einen riesen Vorteil, dass ich hier einen ziemlichen Farbklecks habe. Ich habe dann natürlich bei der Bildentwicklung, normalerweise ist der Hintergrund nicht so blau. Ich habe in der Bildentwicklung dann geguckt, dass ich Komplementärfarben habe, also Rot, Gelb, Blau. Ne? Bildet eigentlich ein Komplementär und ihr könnt dann, dadurch könnt ihr so ein bisschen das Objekt auch vom Hintergrund freistellen und so ein bisschen dafür sorgen, dass die Leute eher hier in dem Bereich gucken, also in dem Bereich Blau-Gelb Farbtupfer, als in den anderen doch dann sehr matten und blauen und einheitlichen Ton. Trotzdem finde ich, die Fühler, die wirken natürlich relativ markant, dadurch, dass sie unscharf sind, werden sie doppelt bis dreifach so breit. Normalerweise sind sie viel feiner und das ist so ein bisschen was mich wirklich ärgert. Finde ich schade, aber man kann es halt nicht anders machen. Ne? Und das Bild ist so fotografiert und ich finde es so schön. Klar, ich könnte jetzt hier hingehen, könnte irgendwie irgendwo scharfe Fühler mir besorgen oder könnte hier irgendwie schwarze Striche reinbasteln. Das möchte ich aber einfach nicht. Ich möchte das Bild so haben, wie ich es fotografiert habe und genau. Wenn wir uns jetzt einfach nochmal das Gitter angucken, ich blende jetzt gerade mal ein Gitter ein, also die Dreieraufteilung, dann sieht man auch, der Schmetterling nimmt 2/3 des Bildes in Anspruch, ist ungefähr mittig ausgerichtet. Die Blume, der richtige krasse Farbtupfer, ist im linken unteren Drittel, also hier, wo sich die Linien treffen, ist er angesetzt. Das ist eine solide Basis, wo man dann solide drauf aufbauen kann. Und mir gefällt es einfach, ich würde, wie gesagt, das nächste Mal gucken, dass ich irgendwie mehr Licht reinbringe.
Und vielleicht, da man ja wahrscheinlich nicht blitzen darf, von einem Dauerlicht hat keiner was gesagt. Vielleicht nehme ich das nächste Mal einfach, wenn ich da fotografieren gehe, ein Dauerlicht mit. Aber wie gesagt, das Bild gefällt mir einfach sehr gut. Und ich würde es, wenn ich es nochmal fotografieren würde, versuchen, so wieder zu fotografieren und vielleicht die Blende ein bisschen zuzumachen, solange ich die Beugungs- und Schärfe noch nicht drin habe und dann hier diesen, ja, Fühler irgendwie versuchen, scharf zu nehmen. Man kann natürlich auch versuchen, den Schmetterling von der Seite komplett abzulichten, dass der Fühler mit im Schärfebereich ist. Wie gesagt, das ist alles goldene Theorie, weil er bewegt sich auch und sobald ihr euch so ein bisschen anders positioniert, kann sein, dass er weg ist. Und das ist eine gute Aufnahme von mir, um mich nicht selbst loben zu wollen, aber es bleibt mir nichts anderes übrig, wenn es meine Bilder sind. Aber ich gehe auch ein bisschen in die Kritik. Kommen wir zum Bild Nummer 2. Und ich finde diese Art von Pflanze sehr, oder diese Art von Blume sehr, sehr schön, weil sie einfach so voll aussieht. Man hat einen schönen Schärfeverlauf von vorne nach hinten. Also ihr seht hier im hinteren Bereich, die Blätter sind schon unscharf. Der Kern, der noch zu und Blüte, ist scharf und wir haben noch so ein süßes Beiwerk, eine zweite Knospe, die quasi noch nicht zur Blüte erblüht ist. Und einen sehr, sehr unscharfen Hintergrund, der auch noch sehr dunkel wird, weil er einfach, ja, wahrscheinlich weniger Licht gekriegt hat. Das Licht kommt definitiv von der Seite. Das ist übrigens eine Outdoor-Aufnahme, also ist draußen einfach im Beet aufgenommen. Ihr könnt, wenn ihr im Sommer in den Garten geht und zufällig hier diese, ich glaube, Hortensie ist es, ne? Ich bin nicht so mit Blumen. Ich glaube, es ist eine Hortensie. Wenn ihr die im Sommer irgendwo im Beet seht, könntet ihr theoretisch dieses Bild genauso machen. Also es ist, ich hatte keinen Reflektor dabei, ich habe wieder die Lumix S5 dabei gehabt mit dem 2405er. Das ist auch mit 105 mm gemacht. Ich finde hier das Farbspiel sehr schön, auch wenn man keine wirklichen Komplementärfarben hat, wirken die Farben doch sehr harmonisch, dadurch, dass auch der Hintergrund sehr unscharf ist. Ist einfach ein schönes Ensemble und dadurch, dass es in der Mitte auch so rund wirkt, es zieht quasi den Blick so richtig rein. Ich habe eine leichte Vignette bei der Bearbeitung drumherum gesetzt, einfach um so ein bisschen mehr den Blick noch zu führen, noch tiefer in das Bild reinzuziehen. Und ich finde, es sieht schon ein bisschen, ja, wenn ich mir die Pflanze länger angucke jetzt, vielleicht geht es dir gerade genauso, ich finde, es sieht schon ein bisschen außerirdisch aus, wenn man da so richtig in die Mitte reinguckt. Das sieht aus wie so ein, habe gerade Star Wars geguckt, wie so ein Monster, was sich da so reinzieht. Also es ist ein schönes Bild, ich finde die Pflanze sehr schön, ich finde, sie ist knackscharf, aber man kann an dieser Schärfe noch ein bisschen was machen. Wollte ich euch gerade mal zeigen, das ist eigentlich relativ easy, wie ich meine Bilder nachschärfe. Ich dupliziere mir einfach die Betrachtungsebene, dann sage ich Filter, dann nehme ich den sonstigen Filter, Hochpassfilter und hier passe ich mir einen Wert an, sodass ich die Konturen hier in der Pflanze schön sehe. Ja. So, jetzt sehe ich die Konturen hier schön. Sage, okay, jetzt habe ich natürlich ein graues Bild, aber wenn ich das jetzt mit der Hintergrundebene verrechne und zwar mit ineinander kopieren, kriege ich nochmal richtig Schärfe. Ne? Ihr seht den Unterschied. Da kommen nochmal so richtig schön die Mikrokontraste, kommen da nochmal raus. Gerade hier so in der Mitte, wo es wirklich richtig scharf ist, seht ihr nochmal, da kommt nochmal einiges. Richtig schön. Und das Tolle ist, dadurch, dass ich kann es gerade nochmal einblenden, dadurch, dass nur das, was hier weiß ist, geschärft wird und alles andere, was grau ist, nicht geschärft wird, hat das keinen Einfluss auf meinen unscharfen Hintergrund, den ich natürlich so lassen möchte. Also wenn ich den Hintergrund hier schärfen würde, das würde nicht schön aussehen. Übertreibt es mit diesem Wert nicht, aber ich finde, hier kann man noch mal ein bisschen was machen und so gefällt mir das Bild sogar noch ein Ticken besser, noch mal ein bisschen nachgeschärft. Das nächste Bild ist ein Urlaubsbild, ein bisschen, ja, ich würde schon fast sagen, ein Street-Foto, auch wenn da nirgendwo eine Straße ist, wobei Wasser kann ja auch eine Wasserstraße sein. Das ist aufgenommen mit einer Panasonic Lumix G91. Und dem 12-60er Objektiv, also dem einfachen, nicht dem von Leica. Leica? Ja, genau, von Leica, nicht von Leica. Also das einfache von Panasonic. Ist eine super Kamera für einen Urlaub, für immer dabei. Und ich finde es wirklich, wirklich klasse, was diese kleine Kamera alles kann. Und wie die Bildqualität ist. Ich habe dort mit einer ziemlich zunehmenden Blende gegen die Sonne gehalten. Ein Sonnenstern ist jetzt nicht der schönste. Was mich bei dem Bild aber extrem ärgert, ist, dass ich so viele, ja, so eine verschmutzte Linse hatte. Irgendwie
hat es auch wieder was, diese Fleckpunkte, diese Dreckpunkte auf der Linse. Aber ich würde das Bild dann vielleicht, wenn ich das das erste Mal gemacht hätte, gut, der Junge wird da wahrscheinlich nie mehr genau so hinlaufen. Also ich wollte lustigerweise das Bild eigentlich ohne ihn machen und er rennt mir einfach rein und ich mache in dem Moment das Bild und dadurch, dass ich so zu eine Blende und eine hohe Verschlusszeit habe, ist alles so ein bisschen eingefroren. Er ist in der Bewegung eingefroren, guckt in die andere Seite und ich finde, das wirkt einfach richtig gut. Das ist in Italien am See aufgenommen. Er steht genau unter der Sonne und die Spiegelung, die führt sich einfach wie so eine gerade Linie quer durchs Bild. Vertikal durchs Bild. Und wenn wir uns jetzt mal hier die Linien einblenden, habe ich ja fast alles richtig gemacht. Er ist fast in der Mitte des Bildes, ne? Also bei dem Bild würde das auch gut passen, dass er genau in der Mitte des Bildes ist, weil ich einfach die Sonne in der Mitte des Bildes habe. Die Sonne schneidet genau in der Linie im oberen Drittel, das Wasser schneidet genau in der Linie im unteren Drittel. Ich habe eine genaue Dreiteilung des Bildes. Was noch ein Ticken besser wäre, wenn ich ein ganz klein wenig noch runtergegangen wäre oder das Bild noch ein bisschen anders zusammengeschnitten hätte, wahrscheinlich hier unten ein bisschen hoch und dass die Berge vielleicht sogar hier an die Linie anstoßen, dann wäre es wahrscheinlich perfekt gewesen. Und dann nochmal die Linse sauber machen, das wäre das Optimale gewesen, dann hätte ich ein sehr cleanes Bild. Die Frage ist natürlich, ob das nicht auch so ein bisschen, ich finde gerade durch diese Punkte, also durch diesen Dreckflair auf der Linse, nennen wir es mal Dreckflair, wirkt das Bild irgendwie. Ich habe das Bild auch in Farbe schon mal gehabt und ich finde, in Farbe wirkt es einfach nicht und ich möchte es gerne in Schwarz-Weiß haben, einfach weil ich hier diese harten Kontraste gerne hätte. Ich möchte nicht, dass der Junge zu erkennen ist, er guckt eh in die andere Richtung. Es sind sehr, sehr harte Kontraste im Bild drin. Es ist die dunklen Berge, dann der doch dunkle See und der nicht ganz so helle Himmel, weil an dem Tag war es auch nicht so schön, es war ziemlich diesig. Zeig nachher nochmal ein Bild ich glaube vom gleichen Tag, ja, ich glaube vom gleichen Tag, wie diesig es da war. Und da passt dieses Schwarz-Weiß-Bild, passt irgendwie. Und diese knallige Sonne, die einfach weiß ist und überstrahlt, passt einfach perfekt. Meines Erachtens schönes Urlaubsbild, was ich mitgenommen habe. Und irgendwie ein Street-See-Foto. So, ne? Street Art auf dem See. Ich könnte das Bild übrigens Jesus nennen, weil es sieht so ein bisschen aus, als würde er übers Wasser laufen. Das ist halt nicht tief, das Wasser hier vorne, ne? Das sieht halt nur so aus. Kommen wir zum vierten Bild. Ich habe ja gesagt, in selben Tagen, es sieht da schon besser aus, aber man sieht hier hinten, es ist wirklich diesig, es ist nicht schön klar durchgezeichnet. Ich finde das Bild an sich sehr harmonisch, weil auch wenn ich mir jetzt mal den Aufbau angucke, es wirkt einfach angenehm. Ne? Man kann gut hingucken. Der Blick verliert sich so ein bisschen in den Bergen, der Blick verliert sich so ein bisschen in der Stadt. Links unten ist so ein bisschen mein Viewpoint, also mein Betrachtungspunkt, wo ich hinschaue. Ich finde die Wolken sehr schön, die sind nicht ausgetauscht. Nein, sowas habe ich nicht gemacht. Und ich habe hier hinten habe ich dieses Bild gemacht. Und ich bin gerade auf dem Sub, mitten auf dem See. Und mache in die andere Richtung das Foto. Also ich fotografiere quasi die Stelle, an der ich dann nachmittags dieses Foto hier gemacht habe. Ihr seht, das Wetter ist nicht Bombe und es ist diesig und genau. Aber es ist einfach ein schönes Urlaubsbild. Das ist eine schöne Erinnerung. Ich kann sagen, ja, hier haben wir Urlaub gemacht. Also hier irgendwo war unser Häuschen und, oder hier irgendwo war unser Häuschen und so sah es aus, ne? Also ein einfach schönes Bild. Ich würde es mir sogar ausdrucken an die Wand hängen, auch wenn es ein bisschen diesig wäre. Wenn es jetzt natürlich ein schönes, klares Wetter gewesen wäre, so ein bisschen kälter vielleicht, morgens oder abends, nee, abends ist wieder diesig, aber eher morgens. Ja, also man hätte da ein bisschen mehr draus machen können zur richtigen Zeit, ne? Aber dann hätte man vielleicht auch nicht die Wolken und die Lichtstimmung gehabt. Alles so ein bisschen, genau. Also mir gefällt es sehr gut. Und ich finde, das ist ein schönes Bild, wobei ich wirklich auch wieder dasselbe Bild gerne zu einer anderen Tageszeit gemacht hätte, dass man hier ein bisschen mehr Zeichnung hat und es nicht ganz so diesig aussieht. Wobei ich finde, es gewinnt natürlich auch so ein bisschen durch diese Tagesstimmung, sage ich einfach mal. Mal ein anderes Bild, ein Porträtbild mit der lieben Katja im Wald haben wir das aufgenommen. Das war das erste Shooting, was ich mit ihr hatte. Sie stand vorher noch nie wirklich vor einer Kamera und hat noch nie wirklich professionelle Bilder gemacht und ich fand, das hat sie dafür richtig, richtig gut gemacht. Und es war, wir haben uns da kennengelernt, wir haben ein bisschen fotografiert. Sie wollte mit einem Traumfänger im Wald fotografiert werden. Ich habe gesagt, wunderbar, ich möchte ihn so ein bisschen freistellen, ich möchte
ein schönes Model im Wald haben und du überlegst dir die Figuren und ich überlege mir die Location und was ich ungefähr fotografieren möchte. Und rausgekommen sind eine Reihe mit sehr, sehr schönen Bildern. Wenn ihr auf meinem Instagram-Kanal mal guckt, da sind einige. Und auch auf meinem Facebook-Kanal einfach mal Kreativstudio Christian Bill oder nur in Christian Bill suchen. Dann findet ihr mich und mein Instagram genau dasselbe. Ich finde, es ist ein sehr harmonisches Bild und es ist ein sehr intensives Bild, weil sie halt direkt in die Kamera reinguckt. Sie guckt nicht irgendwie an der Kamera vorbei, sondern sie guckt schon ziemlich direkt rein. Und dieser, ich nenne es jetzt mal Traumfänger, ja, das ist ein Traumfänger, der lenkt so ein bisschen von ihr ab, was aber sehr gut wirkt, weil der Blick, der springt immer so zwischen ihrem Gesicht und dem Traumfänger, weil der so ein bisschen, der kommt ein bisschen weiter raus, dadurch, dass er unscharf ist. Also man hat das Gefühl, der steht vor ihr, ist es ja auch so. Ihr Kopf ist ungefähr in der Mitte von dem Traumfänger, weil der Mitte des Traumfängers, seht ihr, die Schärfekante ist in der Mitte vom Traumfänger. Die vordere und hintere Kante des Traumfängers ist schon unscharf. Und ihre Augen sind scharf, ja. Ich hoffe, es wirkt auch auf dem Video gerade so. Ich kann mal gucken, ob ich hier mal gerade reinzoomen kann. Sekunde. Also ihre Augen sind auch scharf. Wir haben allerdings, na, das Auge ist scharf. Das ist ein Ticken unscharf. Man sieht so ein bisschen. Und es ist so ein bisschen Bewegungsunschärfe drin. Minimale Bewegungsunschärfe. Man merkt es, wenn man das Bild anschaut. Die Haut ist nicht hundertprozentig sauber glatt. Das bedeutet, hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Hier habe ich die Belichtung, also die Belichtungszeit einfach zu kurz gewählt oder zu lang gewählt in dem Sinne. Ich hätte sie kürzer wählen müssen, um dadurch einfach hier nochmal ein bisschen mehr Schärfe reinzubringen. Also wirklich ein Ticken mehr Schärfe und vielleicht sogar von vorne ein bisschen blitzen. Weil man sieht es hier in den Reflexionen, das ist einfach der Wald hinter mir in den Au im Auge. Das ist mit der Canon R5 aufgenommen, für die, die es interessiert. Man sieht es im Auge, dieser Lichtreflex, das ist einfach available light. Also das vorhandene Licht einfach genutzt, um sie auszuleuchten. Ich fand, das hat sehr gut funktioniert. Dadurch, dass es auch ein leicht bedeckter Tag war, war das sehr gut. Wir haben kein hartes Licht, was dem Porträt natürlich sehr zugute kommt. Aber so ein bisschen Licht von vorne hätte einfach ein bisschen Schärfe in das Bild reingebracht. Und hätte einfach ein bisschen dazu geführt, dass die Katja noch einen Knacken schärfer im Bild aussehen würde. Wenn man jetzt einfach mal das, ja, die Dreierregel einblendet, merkt ihr, dass relativ wenig in der Dreierregel beachtet wurde. Das ist jetzt irgendwie so ein Fall, beherrsche die Regeln, aber breche sie, wenn du meinst, es passt. Weil ich finde, hier hat es einfach sehr gut gepasst. Der Anschnitt von der Hand, von der Schulter, vom Kopf war von mir genauso gewählt. Einfach damit das Bild ein bisschen intensiver wirkt. Ich habe nicht den Kopf freigelassen, den Arm freigelassen, dann würde die Katja zu klein werden im Bild. Und hätte ich das gemacht, hätte ich natürlich dann die Katja hier in dieses Dreierraster aufteilen können. Und vielleicht hätte es ein Ticken harmonischer gewirkt, aber dafür wäre mir diese Intensität flöten gegangen, die dieses Bild, dadurch, dass ich so nah an der Katja dran bin und sie quasi ihren Kopf so ein bisschen mit ihrem Arm und dem Traumfänger einrahmt, das wäre mir einfach flöten gegangen, weil ich dann zu viel drumherum gehabt hätte. Ich weiß nicht, ob das Bild ein bisschen besser gewirkt hätte, wenn ich ihr hier an der Brust geschnitten hätte und ein bisschen mehr Kopf gezeigt hätte. Ich glaube nicht, weil dann wäre es wieder wieder das Gefühl aufgekommen, dass sie wieder zu weit weg gewesen wäre. Ich finde das Bild vom Aufbau sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich es hätte technisch ein bisschen besser umsetzen können und auch von der auch vom Aufbau vielleicht nicht doch noch ein bisschen anders hätte besser umsetzen können. Ich weiß es nicht mehr. Ich finde, das Bild wirkt sehr gut. Ich zeige das Bild sehr gerne. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da wirklich 100% von dem rausgeholt habe, was ich hätte rausholen können, sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, das war unser erstes Shooting zusammen. Wir mussten uns erst aneinander gewöhnen. Ich glaube, das war Bild, keine Ahnung, 20, 30, 40, irgend sowas in die Richtung. Und das bedeutet, da ist man noch relativ, ja, relativ befangen, indem man nicht weiß, wie man sich direkt ansprechen kann, wie man einen Wunsch äußern kann, wie die Kommunikation ist. Man muss da erst noch ein bisschen zusammenwachsen. Mittlerweile haben wir noch ein paar Shootings zusammen gemacht und das funktioniert sehr gut. Wir fotografieren sehr, sehr gerne zusammen. Wir wissen, was der andere ungefähr möchte und genau, und verstehen uns da relativ blind. Bei dem Shooting war es vielleicht auch ein Ticken Kommunikation. Deswegen, das bedeutet für euch, wenn ihr auch so ein Shooting machen wollt, arbeitet ein bisschen an der Kommunikation, einfach, dass so Bilder vielleicht sogar noch besser werden. Aber mir gefällt es nach wie vor sehr gut, sonst würde ich es euch heute hier nicht zeigen.
Ein Bild, was mir auch sehr gut gefällt, weil ich finde die Lichtstimmung einfach perfekt. Also die Licht-Nebel-Stimmung und das vorhandene, die vorhandenen Farben einfach in dem Bild perfekt sind. Das Bild war von den Farben her fast so. Ich habe es ein bisschen ins Gelbe nachjustiert, dass mir alles, was da grün, also hier zum Beispiel so ein bisschen, man sieht es noch so ein bisschen durch, so ein mattes Grün, alles, was hier matt grün ist, habe ich so ein bisschen noch ins Gelbe gezogen oder ein bisschen ausgeblichen, einfach, dass ich kein Grün in dem Bild habe oder so gut wie kein Bild, so gut wie kein Grün, einfach um diese Stimmung zu haben. Ich habe nicht viel geregelt, es ist eigentlich genauso fotografiert worden, wie es hier ist. Wir haben so gut wie keine Vignette drin, die ich reingezogen habe. Ich habe auch die Stimmung eigentlich so gelassen. Ich wollte so ein bisschen so eine düstere Stimmung haben nach, ja, Aussichtsturm, eingesperrt, abgezäunt, man weiß nicht, was es ist. Es sieht aus wie ein Wachturm. Ja, es ist eigentlich ein Aussichtsturm für Besucher, die hier in dieses Gebiet reinschauen, in das Naturschutzgebiet. Die Weilbacher Kiesgrube. Und zwar letztes Jahr aufgenommen zum Herbst, vorletztes Jahr mittlerweile schon, muss ich sagen. Vorletztes Jahr im Herbst aufgenommen. Und das ist einfach ein Aussichtsturm. Das ist ein Naturschutzgebiet, ist eingezäunt. Da leben ein paar Tiere drin, also Schafe, meine ich, die das Ganze so natürlich mähen. Und man hat das der Natur überlassen. Und da kein Mensch rein darf, kann man aber von außen über diesen Aussichtsturm reinschauen und rein fotografieren und wohl auch das eine oder andere relativ seltene Vogelexemplar fotografieren. Zumindest sind wir da ein paar Vogelfotografen über den Weg gelaufen, als wir dort fotografieren waren. Ich war dann noch eher so ein bisschen an der Landschaft interessiert und wollte genau hier so mit dem Unschärfeverlauf einfach so ein bisschen, ja, so eine mystische Stimmung, gerade mit dem Nebel aufbauen. Wenn wir uns jetzt auch einfach mal die Linien einblenden, habe ich eigentlich meines Erachtens alles richtig gemacht. Ich habe so ein Dreierteil aufgebaut, also diesen Bereich, der ist interessant vom Bild, dieser Bereich ist nicht interessant vom Bild, also eigentlich so eine, ja, Zweiteilung des Bildes. Der linke Teil interessant, der rechte Teil eher nicht. Mein Blick wird so ein bisschen hier von der Unschärfe und von den Linien wird er zum Wachturm geführt. Der Wachturm sitzt auf einer Kreuzung der Linien, horizontale und vertikale Linie. Das sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Ich glaube, dass ich aber noch ein bisschen mehr Stimmung hätte aufbauen können, wenn ich mit der Kamera ein bisschen mehr reingegangen wäre. Also ich weiß nicht, ob ich das vorstellen könnte, aber diese Linien hier einfach noch ein bisschen gerader hätte ausrichten können und vor allem auch vielleicht den Turm hier oben auf die Kante setzen. Also mit dem Bild ein ganz schönes Stück weiter runter. Einfach, weil ich dann hier oben nicht so viel Weißraum habe. Auf der anderen Seite, finde ich, wirkt dieses Bild gerade, weil hier oben so viel Weißraum ist. Ja, wirkt es. Was man natürlich noch machen könnte, ist hier diese Telegrafenmasten. Ich hoffe, ihr seht das auf dem Video. Strommasten sind es, keine Telegrafenmasten. Und hier sind Hochspannungsleitungen, die könnte man noch rausnehmen. Und man könnte auch hier diese verloren gegangenen Zweige irgendwie nochmal rausstempeln. Die wirken nämlich auch nicht so ganz. Und dann wirkt das Bild wahrscheinlich noch ein Ticken cleaner. Und dann passt wahrscheinlich auch so diese Lichtsituation hier oben mit dem Hintergrund relativ gut. Mir gefällt das Bild sehr gut. Es drückt meines Erachtens so eine ziemliche düstere, sehr herbstliche, aber auch sehr düstere, sehr harte Stimmung aus. Das ist das, was ich mit dem Bild bewirken wollte. Und ich würde es so ähnlich nochmal machen. Wie gesagt, ich würde vielleicht nochmal ein bisschen mit der Perspektive spielen, was ich damals vor Ort nicht gemacht habe, worüber ich mich dann aber auch im Nachhinein ein bisschen geärgert habe, weil ich finde diese Perspektive sehr, sehr schön und ich würde auch nochmal hier zu dieser Stelle gehen und würde das auch nochmal so fotografieren. Wie gesagt, nur nochmal zum Testen, ne? Den Turm mal ein bisschen höher setzen, ein bisschen weniger Himmel. Ich müsste halt diese Nebelstimmung wieder kriegen, was ja nicht so einfach ist. Mal ein anderes Bild, wo ich gleich relativ viel zu meckern habe. Und zwar, es ist unscharf. Es ist einfach unscharf. Warum zeige ich euch dieses Bild trotzdem? Es ist ein Beispielbild für mich für nutz ein Stativ. Ich habe das Bild aus der Hand fotografiert. Ich hatte eine Kamera mit Stabilisation. Ich meine, das war sogar die R5. Ich bin mir gerade unsicher, ob es die R5 war. Ja, ich glaube ja. Die R5 mit dem 2405. Und zu einer super passenden, ja, Tageszeit fotografiert, nämlich zur blauen Stunde. Das hier ist keine blaue Fassade, sondern ihr seht, das sind alles Scheiben.
Und die reflektieren den blauen Himmel und die Beleuchtung hier von dem Rialto Hotel. Das ist ein Hotel bei uns in Oberursel. Habe ich schon mal einen Vortrag drin gehalten zum Thema Content Marketing. Dieses Hotel ist natürlich mit warmem Licht beleuchtet, was dann natürlich hier gerade mit dieser Tropfenform, die so ein bisschen ins Bild reingeht, diesen blauen Himmel nicht entgegenwirkt, sondern als Komplementärfarbe sehr gut mitwirkt. Ich finde das sehr, 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 sehr gut von der Farbe und das Bild zeige ich einfach mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort und das richtige Motiv im Kopf. Leider Note 6 in der Umsetzung, weil ihr seht hier definitiv Bewegungsunschärfe drin und auch von der Auflösung des Bildes. Ich habe es ein bisschen beschneiden müssen. Mir gefällt es, wie gesagt, das ist nicht ein Highlight-Bild von mir. Ich nutze es sehr gerne, um einfach zu zeigen, das kann man aus einem Bild machen, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, ja, weil normalerweise ist das nicht so blau und normalerweise sind die Lampen nicht so gelb, aber es ist wirklich in der Umsetzung nicht gut und ich würde dieses Bild nochmal machen, auf jeden Fall. Nochmal versuchen zur blauen Stunde dorthin zu gehen, weil die kann man ja berechnen, ne? Kann man einfach gucken, wann bei euch die blaue Stunde ist und dann dort sein und dann einfach nochmal so ein Bild machen. Diesmal mit Stativ oder mit einer ruhigen Kamerahand und scharf, ne? Mit Stativ und scharf, bitte, mit allem. Von der Bildaufteilung ist es jetzt auch kein großes Meisterwerk. Ihr seht ganz genau hier, könnte ich noch ein bisschen was machen mit dem Bild an sich. Vielleicht machen wir das auch gerade mal so ein bisschen. Ah, STRG-T, warum kann ich es nicht bearbeiten? Ja, mein Rechner ist gerade ein bisschen überlastet, glaube ich, von der Aufnahme. Ach, Schloss. So, vielleicht schauen wir einfach mal, was wir hier machen können. Zumindest, dass es so ein bisschen besser hier reinpasst. Hier zum Beispiel diese ja, leicht stürzenden Linien, die eigentlich in dem Bild mehr oder weniger nichts zu suchen haben. Ein bisschen besser ausgemittelt. Ein bisschen näher ran. Ja, naja. Allzu viel kann man aus dem Bild nicht machen, aber ich finde, es ist ein schönes Bild, um einfach mal zu zeigen, dass auch ich wirklich Fehler mache und auch einfach mal die falsche Verschlusszeit nehme. Wenn ich das jetzt natürlich für einen Kundenauftrag gemacht hätte, ich hätte mein Stativ dabei, ich würde dann mehrere Aufnahmen machen und würde da natürlich auch tunlichst drauf achten, die richtige Verschlusszeit zu wählen. Das ist einfach vorbeigegangen, auch sieht ganz schön aus, Bild gemacht und ihr kennt euch wahrscheinlich alle, ihr habt alle so Bilder in der Schublade, wo ihr denkt, das hätte ein richtig cooles Bild werden können, aber leider habe ich die Gesetze der Physik oder der Fotografie nicht beachtet und habe dann die falsche Verschlusszeit zum Bild genommen. Das letzte Bild, was ich euch zeigen möchte, ist auch so ein Spontanbild, was ich aber sehr cool finde. Es ist auch mit meiner 5D aufgenommen, mit dem 3518. Das ist ein Bild auf einer Party. Ich muss mal das weiße Gitter gerade ausblenden, sonst sieht das aus, als würde ich das durch ein Fenster fotografieren. Ist ein Bild auf einer Party aufgenommen mit einem fluoreszierenden Getränk. Weiß gar nicht, was es genau war. Mit einer Schwarzlichtlampe, die irgendwo in dem Bild vorhanden war und mit grüner Beleuchtung im Hintergrund. Und ich finde, das Bild wirkt allein von den Farben. Es wirkt nicht unbedingt vom Motiv, weil es ist sehr langweilig, meines Erachtens. Strohhalm, der noch nicht mal richtig scharf ist. Ich habe auf 1,8 fotografiert. Die ISO ist relativ hoch. Man sieht das leichte Rauschen in den dunklen Bereichen und leicht ist gut. Aber das Motiv hat was, weil dieser fluoreszierende Becher spiegelt nach unten. Man hat so Neonfarben, das Neongrüne, das Krassgrüne. Und das ist einfach ein Bild, da erinnere ich mich genau an diese Party. Es war eine Halloween-Party und ich erinnere mich, wenn ich dieses Bild sehe, genau an diese Party und an die Stimmung, die da war. Allein wenn ich diese Beleuchtung und dieses eine Bild sehe. Und das ist ja das, was eigentlich Fotografie machen sollte im Ursprung, dass es einfach Emotionen transportieren soll und Erinnerungen wecken soll. Und ich finde, das Bild, es ist weder ein Produktbild, es ist weder besonders gut, es ist weder besonders schlecht. Die Farben sind knallig in dem Bild. Das Bild wirkt alleine durch Farbe und nicht unbedingt durchs Motiv, weil vom Motiv sieht man nichts. Das ist einfach ein leuchtender Becher. Aber ich finde, wie gesagt, ich würde es mir nicht unbedingt ausdrucken an die Wand hängen, aber ich würde es mir in klein ausdrucken an den Kühlschrank hängen. Einfach als Erinnerung, Halloween Party XYZ. Genau. Hier einfach nur ein bisschen mit der Farbe gespielt. Das war auch das letzte Bild. Vielleicht hätte ich mal mit dem anfangen sollen und mit einem der ja, schönen Bilder dann enden. Zeige nochmal das Bild am Anfang. Wie gesagt,
Ich habe jetzt einfach mal 8 meiner Bilder gezeigt, bin mit mir ein bisschen ins Gericht, in die Kritik gegangen, habe so ein bisschen versucht zu erklären, was ich das nächste Mal besser machen würde. Und lad euch einfach dazu ein, mal eure Bilder durchzugucken und das Gleiche auch mal mit euren Bildern zu machen, mal wirklich gute Bilder von euch anzuschauen und da mal zu sagen, was würde ich anders machen? Was würdest du anders machen? Hast du zu dem einen oder anderen Bild eine Meinung? Schreib sie gerne unten in die Kommentare rein. Würde mich sehr interessieren, ob du findest, dass ich ja zu hart oder zu lasch mit mir in die Kritik gegangen bin. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn auch du mir deine Bilder schickst oder dein Bild, am besten ein Bild mit Namen, einer kleinen Erklärung, dass du möchtest, dass das Bild in einer Bildbesprechung von mir auf YouTube genutzt wird und vielleicht auch eine kleine Bildbeschreibung mit EXIF-Daten dazu, wenn du sie nicht mit exportiert hast und auch gerne nochmal dazu schreiben, was du vielleicht ein bisschen an dem Bild gemacht hast. Also darfst gerne mal dein Bild bei mir präsentieren. Ich würde mich darüber freuen, wenn ich ein paar Bilder bekomme. Wenn ich so zwischen 5 und 10 Bildern habe, werde ich eine neue Bildbesprechung starten und dann wirst du wahrscheinlich dein Bild in der nächsten Bildbesprechung von mir sehen, weil ich möchte hier eigentlich nicht meine Bilder präsentieren, ich möchte unter anderem eure Bilder präsentieren. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Dein Christian.